Hallo und herzlich willkommen zurück zu SQL. Wir haben das letzte Mal eine Tabelle erstellt, nämlich mit Rechnung. Haben hier Rechnungs-ID und so weiter und so fort reingepackt. Also Rechnungs-ID ist selbsterhöhend und der primäre Key von der Tabelle. Die Custom-ID referenziert auf hier unsere Customer-Tabelle. Da steht natürlich dann immer der Customer drin und hier die Beträge sind einfach die Beträge in Euro. Ich habe da einfach mal standardmäßig 50 reingemacht, da hatten wir auch den Default-Wert drin. Und den habe ich einfach mal nicht verändert. So, habe euch jetzt mal hier ein paar Werte reingefügt. Also Customer 0, 2, 4, 6, 7 und 8 haben etwas gekauft für jeweils 50 Euro mit den Rechnungen 0 bis 5 einschließlich. Also insgesamt 6 Rechnungen. So, was wir jetzt machen wollen, wir haben jetzt, ich habe hier oben jetzt mal Select All from Rechnungen eingefügt und ausgeführt. Liefert uns das hier. Das ist jetzt nicht wirklich was, mit dem wir viel anfangen können. Wir sehen bloß, es haben 6 Kunden irgendwelche Sachen für 50 Euro gekauft. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen wissen, welche Kunden das waren. Und deswegen machen wir hier Folgendes. Wir sagen Select First Name und Select Last Name from Customer. So, und jetzt sagen wir Where ID, denn wir wissen, in Customer hieß das Ganze ja ID, war der Key tatsächlich. Also Where ID in, und dann sagen wir hier, wir müssen erstmal Klammer machen, Select All from Rechnung. Nun ja, was macht das? Das macht Mist. Okay, warum ist es schief gegangen? Weil wir hier Select All from Rechnung gesagt haben. Und nicht wirklich die ID genommen haben, die wir hier auch tatsächlich referenzieren wollen. Denn wir sagen hier ID und Custom ID ist ja dasselbe. Das heißt, wir suchen uns das raus und schon kriegen wir statt dem ganzen Zeug, also statt diesem, was wir davor hatten, einfach irgendwelche Zahlen mit Sachen, wo wir nichts anfangen können, kriegen wir die Namen von unseren Kunden. Das ist nämlich der erste Kunde, der was gekauft hat, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und der sechste. Ja, das ist doch sehr schön. Damit kann man schon mal mehr anfangen, oder? Also der Trick liegt darin, dass wir sagen, wir suchen die ID, die wir in der Tabelle der Kunden haben. Also die Kunden haben eine ID in ihrer eigenen Tabelle. Und diese ID ist aber gleichzeitig auch in der Rechnungstabelle drin. Und dort picken wir uns einfach immer diese die Kunden-ID raus und packen die dahin. An für sich schön und gut. Jetzt haben wir aber das Problem, wir sehen hier nur den Vornamen und den Nachnamen und wir sehen nicht, wie viel sie tatsächlich bezahlt haben. Und das wollen wir ja auch noch sehen. Das ist vielleicht nicht ganz schlecht und deswegen macht man was anderes. Dafür gibt es sogenannte Joins. Ja, und ich werde euch jetzt einfach mal hier die verschiedenen Arten von Joins vorstellen. Ich glaube, daran kann man auch recht gut sehen, was welcher Join macht. Ich sage hier einfach mal deswegen Select All from, upsala, da wollte ich eigentlich ein Enter reinhauen, from Customer. Und dann sagen wir hier Inner Join. Also ich fange mal mit dem Inner Join an. Ja, Inner Join on. So, und dann sagen wir hier, okay. Was haben wir jetzt, wo wir vereinigen können? Naja, das ist ja logischerweise die Customer-ID, denn die Customer-ID ist in beiden Tabellen vorhanden. Wir können nicht einfach sagen, wir können nicht einfach die Rechnungs-ID benutzen, also es muss auf jeden Fall ein Key sein und es muss ein Key sein, der in beiden gleich vorhanden ist, also der in beiden auch wirklich dieselbe Bedeutung hat. Und das wäre in unserem Fall logischerweise hier die Customer-ID. So, dann sagen wir hier, okay, hier, also hier vorne kommt dann, also das, was ich jetzt schreibe, das hier kommt erstmal die Tabelle hin, die wir hier aus From genommen haben, also Customer.ID, so heißt die ID in Customer drin, also in der Tabelle Customer heißt die ID vom Kunden einfach nur ID. So, und dann sagen wir hier, okay, on Customer.ID. Nun ja, gut, wie heißt die Customer-ID in der Rechnung drin? Also zunächst einmal heißt die Tabelle Rechnung. Punkt. Und in der Rechnungstabelle drin nennen sich die Kunden Customer ID einfach. So, und was wir dann bekommen, ist ein Fehler. Ich habe mich vertippt irgendwo. Ich habe es gleich.
Ja, natürlich habe ich mich vertippt. Hier oben nach Inner Join muss ich nochmal Customer erwähnen. Also hier from Customer Inner Join, nicht Customer Rechnung. Hier muss die Tabelle rein, die ich quasi drauf joinen möchte. Also die Tabelle, die quasi vereinigt wird mit der hier. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich so eine Tabelle. Und da haben wir jetzt wirklich alles drin. Das hier ist die ID der Kunden, die wir hier sehen. Das ist einfach aus der Customer, denn sie heißt einfach nur ID. Das wissen wir, das gibt es nur in Customer, in der Tabelle Customer drin. Hier sind der Vorname, der Nachname, die Straße und die Stadt. Und hier hinten haben wir die Rechnungs-ID, die durchläuft. Die ist aus der Rechnung logischerweise. Und hier ist aber nochmal die Customer-ID. Aber wir sehen, Customer-ID ist auch aus der Tabelle Rechnung, also 024678. Und das ist tatsächlich dasselbe wie hier vorne, logischerweise. Denn wir haben wir da gejoint, sozusagen. Und hier hinten ist einfach nochmal der Betrag aufgelistet. So, und jetzt kann ich hier oben natürlich das Ganze, ja, kann ich natürlich sagen, was ich möchte. Also ich kann definieren First Name, Last Name, Street, City, Betrag. Habe ich das Ganze echt Betrage genannt? Oh je. Okay. Ja gut. Und dann bekomme ich natürlich nur die Sachen, die ich hier gerne möchte. So, ich lasse das jetzt aber nochmal bei Select All, denn wir wollen ja den Unterschied zwischen den einzelnen Joins lernen. Es gibt ja noch mehr davon. Also hier sehen wir, der Inner Join, der vereinigt wirklich alles. Also der packt einfach alles in eine Tabelle rein und vereinigt die ganzen Dinge. Gut, dann haben wir den Left Join. Naja, gut, was macht der? Ach so, ja, wir packen einfach immer alle Tabellen in eins rein. Das tut mir leid, das habe ich gerade confused ein bisschen. Aber wir sehen, wir haben wirklich nur die Einträge, die dann auch in der Rechnung tatsächlich drin sind. So, der Left Join macht einfach Folgendes. Wir nehmen alle Einträge aus der Tabelle hier oben, also wo wir from geschrieben haben, also aus der linken Tabelle. Das hier könnt ihr euch als die linke Tabelle vorstellen und das hier könnt ihr euch als die rechte Tabelle vorstellen. Also das ist die linke Tabelle, dann nehmen wir einfach alle Einträge und packen dann jeweils noch diese weiteren Zeilen, Spalten, die wir hier aus Rechnung kennen, hinten dran und füllen sie an der Stelle, wo wir Einträge in Rechnung drin haben. Also wie wir sehen, hier unten ist nichts mehr da, nur hier oben sind diese sechs Einträge vervollständigt. Der Rest wird einfach leer gelassen. Auch wenn wir hier in Rechnung drin stehen haben, dass das alles vorhanden sein muss. Es muss nicht vorhanden sein, wenn wir hier Left Join machen. Gut. Analog dazu, ja. Genau. Ja, gut gemacht. Da sollte das Right natürlich nicht hin. Hier muss das Right hin. Analog dazu der Right Join. Der Right Join macht genau dasselbe mit der rechten Seite. Also wir nehmen alle Einträge aus der rechten Seite, also aus der Rechnung, und vervollständigen die linke Seite mit Einträgen aus Customer, die wir finden. Ihr seht, das Ergebnis ist dasselbe, wie wenn wir den Inner Join machen, weil einfach Rechnung die kleinere Tabelle ist. Das heißt, der Inner Join nimmt immer die kleinere Tabelle, während die letzte Art des Joins, Full Join, nimmt immer die größere Tabelle. Das heißt, wir haben im Prinzip eigentlich nur zwei Varianten von Joins, aber wir können sie durch zwei Arten ausdrücken. Wir können sagen, der Full Join, der nimmt immer das Große. Wir können sagen, der Inner Join, der nimmt immer das Kleine. Und wir können sagen, der Left Join, der nimmt immer alles aus der From-Tabelle und ergänzt mit der rechten Tabelle. Und der Right Join nimmt alles aus der rechten Tabelle und ergänzt mit der linken Tabelle. Und da muss natürlich dann, also dafür müssen wir ja nicht wissen, was da der Fall ist, also was da so passiert ist. Ja, gut, das war es auch eigentlich schon zu Joins. Ja, ich würde sagen, probiert da einfach mal ein bisschen rum und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Mal schauen, was ich euch dann noch zeigen kann zu SQL. Wir haben schon fast komplett. Alles klar, dann bis dann. Ciao, ciao.